Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Dooley TV spielt Monster Hunter World. Wir waren letzte Mal damit stehen geblieben, die Story-Quest zu machen. Und das gehört zu Monster Hunter auch dazu, dass man mal nicht die Story-Quests macht, sondern ein bisschen looten und leveln geht und sich da ein paar Monster einfach mal aus der Wildnis snackt. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden uns jetzt mal kurz anschauen. Oh, na dann. Was wir so für kleine Untersuchungen machen können. Und dann zeige ich euch mal, was des Monster Hunters wirklich Brot ist, wenn er keine Story-Mission macht. Und zwar guckt er sich dann an, was man so für Untersuchungen machen kann. Und steckt sich dafür geile, kleine Loot-Items ein. Dafür gehen wir erstmal in unterer Wald. Scheiß jetzt gerade mal kurz drauf, dass wir was essen müssen, um uns ein bisschen zu boosten. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Geschehen, holen uns eine Quest und zerlegen einfach mal ein Großjagras und so ein Kuluyaku. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Großjagras kennen wir jetzt schon. Im Zweifel einfach reinhauen. Genau, einfach reinhauen. Und den Kuluyaku, den kennen wir, glaube ich, schon aus der ersten oder aus der zweiten Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Untersuchung. Da nehmen wir... Da hatte ich doch was. Hier, da gibt es auch was Goldenes für und zwei bronzefarbenen. Erjage alle Ziele. 30 Minuten hat man dafür Zeit. Großjagras und Kuluyaku. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen da rein und zerlegen die beiden einfach mal gepflegt. Ja, Quest aufbrechen. Wir wollen jetzt schnetzeln. Den Schnetzel macht Spaß. Und zum Schnetzeln werden wir uns hier ein bisschen was einstecken. Die Ration. Und dann sprinten wir auch schon direkt los. Und ich würde sagen, da wir zwei killen müssen, gucken wir uns einfach, welcher von uns den beiden uns als erstes über den Weg läuft. Schön die Fußspuren hier aufsammeln. Lass uns mal raten. Ich glaube ja, dass der Großjagras uns hier in der altbekannten kleinen Gasse über den Weg laufen wird. Mal schön den Honig einsammeln. Auch nochmal ein bisschen Cash für. Ah. Oh, da kommt er schon. Seht ihr ihn? Da kommt er. Lassen wir ihn doch mal kurz hier reinlaufen. Und dann geben wir ihm auch einfach direkt schon. Der Arsch kann jetzt mal schön einstecken. Da, wusste ich doch. Der rennt weg. Der rennt weg. Der hat gar keinen Bock. Der weiß nämlich, wenn er uns trifft, dann geht's immer aufs Maul. Nice, okay. Und jetzt aber. Hack, hack, hack. Na komm, aua. Und dann immer schön auf den Schwanden. Denn der gibt ja, wie bekannt, immer ein bisschen mehr Loot. Wenn das Schwert gleich geil aufgeladen ist, dann ragen wir wieder rein und geben ihm ordentlich. Aua, das war jetzt natürlich gut. Bam. War er das schon? Nee. Doch, das war er schon. Das war's schon. Das war der Großjagras. Ist das nicht abgefahren? Dann looten wir mal die Scheiße aus ihm raus. Und zack. Einmal da habe ich noch. Hier da auch links noch was liegen. Das nehmen wir auch noch mit. So, bin ich ja mal gespannt, wie das gleich aussieht. Mit dem Kuluyaku. Achso, ich habe noch so eine kleine andere Quest, bei der ich kleine Monster töten muss.
Ich glaube, das mache ich doch auch einfach noch nebenbei. Kann ja nicht schaden. Ein kleines muss ich noch killen und dann muss ich nochmal 13 weitere wegsnacken. Aber jetzt steht gerade erstmal der Kulu Yaku auf dem Plan. Dafür wetzen wir einmal noch kurz unsere Klinge und nehmen uns danach eine simple Ration. Denn wir wissen ja schon aus Erfahrung heraus, dass der Kulu Yaku immer am Wegsprinten ist. Wir hoffen einfach mal, dass wir auf gut Glück jetzt hier langlatschen. Den Boy finden. Oh, den nehmen wir eben mit. Lohnt sich da. Will ich auch immer schön looten. Finden wir auch. Dann sind es auch nur noch 11 Münsterchen, die wir killen müssen. Ja, das ist alles Großjagras hier, was wir finden. Wo ist denn der Kulu Yaku? Fledermäuschen. Haben wir nicht. Wo könnte er denn sein? Hier rennt er nicht rum. Ja, das ist immer so eine Sache mit dem. Der ist nicht so einfach zu finden. Könnte überall sein. Ja, ja. Aber auch wenn das hier gerade ein bisschen Looten und Level nur ist und man in der Story gerade nicht so vorankommt, finde ich das gar nicht so schlimm, weil das gehört auch dazu. Die anderen Münsterchen auch mal wegzuschnappen. Haben wir hier noch? Sektenlarve. Nehmen wir mit. War alles mit. Wieder eine alte Fußspur. Noch eine alte Fußspur. Folge Spur. Ja. Prinzipiell nichts Schlechtes. Wenn das auch die ist, die wir suchen, oder? Da, haben wir sie doch. Nice. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Ah, wo ist er? Kulu Yaku. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, glaube ich. Aber da sehe ich ihn doch schon. Da ist er. Das Riesenhühnchen. Und der kriegt jetzt geil aufs Fressbrett. Ah, da hat er uns gegeben. Egal. Schade. Ach, das schaffen wir. Schaffen wir aber. Nein, schaffen wir nicht. Jetzt aber. Auch nicht. Will meine Ladung in ihn reinballern. Da haben wir es doch. Schön den Arsch penetrieren. Schabam. Ja, mit seinem Kackstein. Aber ich habe, glaube ich, wenn man ihn mit Stein bewirft, dann lässt er seinen Stein fallen. War das so? Bin mir nicht ganz sicher. Ey, lass mal Messerjock in Ruhe. Los, komm her. Immer ins Gesicht. Ah, knapp, 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 knapp. Oh, ich bin in Ohnmacht gefallen. Das ist mir noch nie passiert. Das ist wirklich das erste Mal, dass mir das passiert ist. Verlierst du deine Gesundheit, fällst du in Ohnmacht und kehrst ins nächste Lager zurück. Egal, das zu oft, egal, egal, egal. Fest. Egal.
Das ist ja super fail gewesen. Ist mir noch nie passiert. Uns egal. Weil wir wissen ja, dass der quasi down war. Habe ich denn da jetzt nicht auf die Health geachtet? Das war wirklich schwach. Ganz schwach, Herr Captain. Der war doch schon so gut wie down. Hat man doch schon gesehen. Wo ist er? Das ist er nicht. Da ist er. Oh Gott. Habe ich wirklich nicht auf die Leben geachtet. Und wieder drauf. Das ist auch gerade keine geile Stelle hier, ne? Für meine Riesenaxt. So eng. Boah, da hat er mir wieder ordentlich gegeben. Aber diesmal bringt er uns nicht um. Rennen wir nämlich schön feige weg. Oh ja. Ziehen uns erste Hilfe rein. Mach mal gleich voll. Nein. Das soll auch. Ja. Dann nutzen wir jetzt mal die Umgebung. So, das haben wir's doch. Nice Stein. Wieder down. Ja, das war jetzt nicht so Premium gelöst. Aber gut, so ist das nun mal. Nehmen wir noch ein bisschen Schleim mit. Wichtig natürlich, das Hauptmonster auch looten. Nicht vergessen. Hat zum Looten ja nicht so viel Zeit. Und nochmal rein. Einmal können wir, glaube ich, noch. Jo. Dann nehmen wir da hinten noch ein paar Knochen mit. Wenn wir schon mal da sind. Und dann haben wir die Quest erfüllt. Haben zwei große Monster gekillt. Haben eine Untersuchung abgeschlossen, weil wir die kleinen Monster noch gekillt haben. War doch rundum sehr erfolgreich, würde ich sagen. Quest erfüllt. Na, wie lange haben wir gebraucht? Es ist natürlich ärgerlich, dass wir in Ohnmacht gefallen sind. Ja, schön alles mitnehmen. Und das Zusatzloot auch mitnehmen. Blaue Lederhaut, Mähne. Geil. Ja, knapp 10 Minuten haben wir gebraucht. Trotz in Ohnmacht fallen. Und weniger Cash bekommen, glaube ich. Aber größtes Kulu Jakubis jetzt. 1000, über 1000, was auch immer. 1000 Kurix. Sehr schön. Dann streicheln wir nochmal unser Schwein. Die wissen, worum es geht, wissen, worum es geht. Wir müssen jetzt die Gelehrten schützen. Nee, erstmal holen wir uns hier unsere Belohnung ab. Haben wir nämlich richtig gut gemacht. Schöne Rüstungskugel. Dann können wir nämlich unsere Rüstung nochmal weiter aufwerten. Hier ist unser Schweinchen. Ich habe es Bacon genannt. Achso, das könnte ich euch auch nochmal zeigen. Wenn man das hochhebt und dann woanders hin mitnimmt, dann kriegt das nämlich andere Kleidung. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn man es hier vorne hinlegt, vor die weiße Flagge, macht es das dann? Ey, du sollst nicht schlafen. Ja, da muss ich noch mal im Internet gucken. Wenn man das Schweinchen irgendwo hinlegt, an so bestimmten Orten, dann kriegt es ein neues, wie nennt sich das, Kostüm. Und dann kann man das zum Beispiel ausrüsten als Schweinekönig. Dann hat es eine Windel an und eine Krone auf. Sehr geil sieht das dann aus. Okay. Aber das soll es erstmal gewesen sein von den Mini-Quests. Eine kleine Mini-Folge Monster Hunter World von Dulli TV. Ich dachte euch mal, zeigt, was man so macht, wenn man nicht den Story-Missionen folgt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst mal ein Abo da.
Und freut euch auf weiteren Monster Hunter World Content, denn ich habe Bock auf das Game und in der nächsten Folge machen wir auch mit der Story weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's von mir, das war's von DuelTV, das war's von Monster Hunter World für heute. Einen schönen Tag euch noch und bis dann. Ciao. Oh oh, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh mein Liebling. Also, ist das gut? Oh mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!